Ich bin die Greta Oberhofer. Ich bin 31 Jahre alt und hauptberuflich Obstbauberaterin beim Südtiroler Beratungsring für Obst und Weinbau. Und nebenbei helfe ich auch noch auf dem elterlichen Obst- und Weinbaubetrieb mit. Also wir haben heute den 6. Dezember und wir sind heute da, weil wir eben heute auch schwimmen. Und jetzt stehen wir gerade in unserem Elternweinberg. Da haben wir seit ca. 30 Jahren Gewürztraminer gepflanzt, die wir in der Kellerei Tramin anliefern und wo wir Spätlese produzieren. Das soll heißt, wie es der Name schon andeutet, dass man eben einfach ganz spät auch schwimmt, weil man warten will, dass die Trauben einschrumpeln, dass die Aromen stärker im Vorschein sind und der Zucker und der Wasseranteil einfach alleweil geringer wird. Und mit dem System erreicht man dann zum Schluss einen Dessertwein. Im Speziellen warten wir da auch ganz gern, dass die Botrytis zum Vorschein kommt, also die Edelfäule, die was in Wein einfach noch einmal ein Aroma zusätzlich geben. Als Wimmern dauert bei der Spätlese jetzt nicht länger als wie ein Schuss da. Also wir brauchen halt ungefähr einen Tag, wenn die ganze Familie mithilft. Und ist auf einen Arbeitsablauf jetzt nicht anders. Wir dann ganz normal mit Wimmscharen in Wimmschaf Leine wimmen. In dem Fall ist die Anlage so angelegt, dass man mit dem Traktor nicht aus und einfährt. Das heißt, es wird noch in größere Schafleine gelehrt und meistens tut es der Tata oder der Mann noch ausführen. Und draußen wird es noch in die Graskisten reingetan. Und die Graskisten kommen noch auf den Traktor oder auf den Wagen und werden in der Kellerei eingeführt. Es ist jetzt nicht allem, dass es Dezember wird. Es kann auch mal im November sein. Oder ich glaube, mich zu erinnern, dass wir einmal ganz kurz vor Weihnachten, vielleicht so am 22. Dezember, auch erst gewimpft haben. Das hängt allem davon ab, wie die Witterung ist und wie sich die Trauben entwickeln. Heuer sind wir mit der Traubenqualität auch ganz gut zufrieden. Wir haben zum Beispiel keine Essigfäule, was man während dem Wimmen aufwendig aussortieren müssen. Und wir haben auch keinen Hagelschlag gehabt. Dementsprechend hoffen wir auf einen guten Jahrgang, dass wir auch in ein, zwei Jahren wieder ein gutes Glas Dessertwein genießen können.